Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute habe ich etwas, auf das ich und viele andere schon seit Ewigkeiten warten. Ich kann offiziell den Verkaufsstart des neuen Scuba Ringer MK2 verkünden. Ab sofort bestellbar bei gogan.de. Ich zeige euch mal die Features. Ja, der Scuba Ringer, bei Tauchern unglaublich beliebt. Der Scuba Ringer MK1 hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Wir haben sogar hinterher die B-Ware super losgekriegt, überhaupt gar keine Probleme. Es ist halt so, dass jeder Taucher eigentlich einen haben will. Ist ja auch klar, bei dem Angebot und bei der Power, die dahinter steckt und so sexy wie das Ding ist, kein Wunder. Und vor allen Dingen eben auch die freie Verkaufbarkeit. Sehr, sehr nett vom Gesetzgeber, dass er die Harpunen ja ausgenommen hat vom Waffengesetz bis auf die Erfordernis der Volljährigkeit. Und außerdem darf man kein Waffenverbot im Einzelfall haben. Tja, aber ansonsten ist das Waffengesetz für diese Waffe hier nicht gültig. Das bedeutet, man muss es nicht wegschließen. Man darf es frei auch in der Öffentlichkeit führen. Das ist alles zulässig, obwohl ich das nicht empfehle, weil dann doch der eine oder andere ziemlich blöd gucken wird. Denn das ist ja keine Selbstverteidigungswaffe, sondern ein Unterwassersportgerät. Was haben wir denn jetzt geändert gegenüber dem alten Scuba Ringer? Jede Menge, jede Menge. Also zunächst mal, was wir geändert haben, ist das Offensichtliche. Das ganze Ding hat jetzt hier vorne so Laufmantelverlängerung. Das heißt, man kann die abklipsen und man kann auch längere dran machen. Das dient dazu, dass man eben verschiedene Projektile hat. Man will sich ja nicht stechen hier vorne dran. Es gibt viele Leute, die das Ding einfach als Knallpistole nehmen. Zum Beispiel da in Ländern, wo solche Sachen gar nicht erlaubt sind. Zum Beispiel als Haiabschreckung, da reicht eben so ein Detonieren unter Wasser mit der mächtigen Druckwelle oft schon aus. Da braucht man natürlich den Laufmantel nicht, weil es ja kein scharfes Projektil gibt. Das ist hier der lange Laufmantel, den kann man halt auch nehmen, wenn man Jagdspitzen montiert, also so Fischfangspitzen oder irgendwelche anderen Spitzen, die halt sehr, sehr lang sind. Und dann nimmt man den langen Laufmantel und für die normalen Pfeile, die wir mitliefern, reicht auch die kürzere Version. Das kann man einfach abklipsen, ist überhaupt kein Problem. Die zweite große Änderung betrifft eigentlich die Kartusche selbst. Denn wir hatten ja vorher diese Kartuschen, die über den Lauf gingen. Und jetzt haben wir im Prinzip Pfeile, die durch den kleinen Lauf hier gehen. Das hier ist jetzt hier so ein mitgelieferter Pfeil, noch mit der Trainingsspitze. Man kann die natürlich abschrauben und durch irgendeine andere Spitze ersetzen. Das sind einfache Standards, wie man sie auch im Bogensport kennt. Wenn ich jetzt hier einen kleinen Bindfaden drum binde und den raushängen lasse und das dann festschraube und dann das andere Ende des Fadens hier unten an die dafür vorgesehene kleine Öse binde, dann habe ich natürlich auch einen wieder einholbaren Pfeil, was für die Unterwasserjagd natürlich unverzichtbar ist. Ja, und die Pfeile, die gehen einfach hier rein. Ihr seht schon, wie dicht das ist, weil die unten so einen kleinen O-Ring haben. Es dichtet also hundertprozentig ab und dadurch können die auch nicht rausfallen. Die sitzt absolut fest hier drin. Ja, und das ist im Prinzip das, was man dann in die Waffe lädt. Hier jetzt ungefährlich, weil man sieht, hier ist keine Erstscheibe drin. Die Kartusche ist leer. Ja, und dann kann ich das Ding einfach zumachen und habe dann zwei Schuss. Die beiden Schüsse sind hintereinander abzugeben. Man muss ja nichts manuell umschalten. Also ich nehme mal die Patronen raus. Bing, bing. Man sieht, der Abzugswiderstand ist recht groß, aber man kann trotzdem noch durchziehen, ohne dass man die Waffe komplett verreißt. Das muss hoch sein, der Abzugswiderstand, damit sie nicht ungewollt losgeht. Ja, das ist ganz wichtig. Obwohl es eine Sicherung gibt natürlich. Die Sicherung sperrt den Abzug, dann geht gar nichts mehr. Aber daran denkt ja nicht jeder. Von daher, das ist bei einer Waffe, die eben für Notfalleinsätze gedacht ist, unglaublich wichtig, dass man nicht versehentlich an den Abzug kommt. Das ist keine Matchwaffe, sondern das ist ein Unterwassersportgerät in erster Linie zur Verteidigung gegen angriffslustige Tiere. Weiter geht's, was haben wir noch geändert? Hier waren ja vorher so Moosgummi-Aufkleber drauf. Das hat allerdings bedeutet, dass man die Waffe nicht auseinandernehmen konnte. Das war immer dann ein Problem, wenn die Leute in Salzwasser getaucht haben und die Waffe nicht hinterher gepflegt haben. Die Metallteile sind zwar ein wenig rostträge, aber leider geht es nicht völlig rostfrei, weil man rostfreien Stahl nur sehr schlecht härten kann. Und gerade die Hammerteile müssen unbedingt gehärtet sein. Das heißt also, nach einem Tauchgang ist es unbedingt erforderlich, die Waffe komplett zu reinigen. Hier unten ist ein großes Loch drin, da kann die ganze Flüssigkeit ablaufen. Am besten ist, man nimmt dann einfach ein bisschen Luftdruck, zum Beispiel aus dem Tauchkompressor oder aus der Tauchflasche, und pustet das hier mit einmal durch, damit wirklich das Wasser raus ist. Wenn sie dann trocken ist, ein bisschen Ballistol reinsprühen oder von mir aus auch WD-40, damit die Waffe nicht rostet. Gerade Salzwasser ist da sehr aggressiv. Man kann aber dann, wenn es trotzdem mal passiert ist, kann man die Waffe jetzt ganz einfach auseinandernehmen und dann kommt man an die Teile und dann kann man das auch wieder alles gangbar machen. Je nachdem, ist ja bei Tauchequipment auch nichts Ungewöhnliches. Was haben wir noch verändert? Wir haben also hier die Verriegelung deutlich stärker gemacht.
Da war also gerade bei den neuen größeren Kartuschen jetzt war das Problem, dass die Waffe manchmal von allein aufsprang. Das kann jetzt überhaupt nicht mehr passieren, weil das Schloss einfach viel, viel tiefer eingreift und deswegen die Waffe viel besser schließt. Außerdem haben wir die Leistung der Waffe nochmal um 50% erhöht, indem einfach die Kartuschen jetzt länger geworden sind. Das ist eine alte Kartusche für den Skubaringer MK1 und wie man sieht, haben wir jetzt hier einen Zentimeter an Länge dazu gewonnen. Das bedeutet, hier passt 50% mehr Luftmenge rein und das heißt natürlich auch die 50%ige Energieerhöhung. Das ist also jetzt tatsächlich eine wesentlich leistungsfähigere Waffe. Viel mehr Geschossenergie und damit natürlich auch mehr Reichweite unter Wasser. Okay, wir haben hier natürlich einen schönen Ballistik-Gelblock mit einer eingegossenen Kokosnuss. Und wir werden da jetzt aus nächster Nähe raus schießen. Heute, weil Sonntag ist, mache ich das hier im Schuppen, weil um die Nachbarn nicht zu sehr zu stören. Was soll das jetzt simulieren? Zwei Dinge. Also erstmal soll es euch zeigen, wie gefährlich das ist, wenn man die Waffe außerhalb des Wassers benutzt. Denn der Schaden der Kokosnuss, ihr könnt euch vorstellen, was das ansonsten mit einem anderen Objekt machen würde. Außerdem gibt es natürlich auch unter Wasser harte Ziele, das muss man auch sagen. Es gibt auch unter Wasser Schalentiere etc., auch große, vor denen man sich eventuell schützen muss. Und deswegen wollen wir sehen, ob die Wirkung denn auch wirklich so ist, wie man sich das denkt. Wir schießen aus relativ naher Nähe, weil man unter Wasser ohnehin aus nächster Nähe schießt. Aber auch über Wasser verlieren die kaum an Geschwindigkeit, weil sie so schwer sind und so wenig Luftwiderstand bieten. Also bitte das nicht unterschätzen. Die Wirkung wäre auch aus 20 Metern sicherlich noch sehr vergleichbar. Okay, und was wir tun ist, wir haben hier zwei Spitzen. Wir haben hier einmal die mitgelieferte Originalspitze. Ja, damit schießen wir jetzt mal zuerst. Und dann haben wir die gemeine, sehr, sehr, sehr schwere Spitze hier aus Edelstahl. Okay. Okay, I'm going down for you. Alright. Okay. Alright. Tja, da kann man sich das Ergebnis angucken. Beide Spitzen sind einmal komplett durch die Kokosnuss geschlagen. Ja, und ja, jetzt kommt das Kokosnusswasser. Was wir natürlich noch herausfinden müssen, ist, wie viel Power hat die denn jetzt wirklich? Und dazu haben wir hier mein FX Radar Crony. Und man kann dann das Ergebnis, wenn er denn hoffentlich den Schuss auch einfängt, kann man dann hier in Meter pro Sekunde ablesen. Meters per Second, 92 Meter pro Sekunde und 93 Meter pro Sekunde, 93 Meters per Second. Wow! Also das Ergebnis im Durchschnitt, also 92,5 Meter pro Sekunde, ergibt bei dem Pfeil jetzt hier exakt 49,4209 Joule. Und das ist ungefähr auf dem Niveau einer Adder mit dem neuen Venom-Wurfarm. Also kann man sich vorstellen, wie viel Power in so einer kleinen Kartusche sitzt. Diese Energie wird noch höher, wenn man schwerere Geschosse nimmt, weil dann einfach die Energieausbeute größer ist. Dann kann man also auch auf Werte locker auch auf 60 Joule kommen und so. Also nicht vergessen, das Ding hat also deutlich, deutlich mehr Leistung als so eine Adder. Die liegt so mit 34 Joule deutlich drunter und ist trotzdem, wie man weiß, furchtbar. Und wenn man hier mit den richtigen Spitzen arbeitet, dann ist das über und unter Wasser tödlich. Deswegen immer schön aufpassen. Die Pfeile sind jedenfalls heile geblieben.
And the last two you can still see went all the way through and stick solid in the. Das ist übrigens der Lieferumfang. Man sieht hier also, wir haben hier zwei Kartuschen, wir haben zwei von den Starterrohren, wir haben zwei von den Pfeilen, wir haben hier 100 Berstscheiben, da kommen nochmal 100 Berstscheiben zu, die hier noch nicht da sind, die für den Unterwassereinsatz bestimmt sind. Also das hier sind die Überwasser. Und das ist hier die kurze Laufverlängerung. Was man hier auch gut sehen kann, ist, dass die Verlängerung des Laufes auch eine Führung für die Starterrohre beherbergt. Das heißt, wenn man die aufgesteckt hat, dann werden die Rohre auch vorne geführt, was die Präzision natürlich enorm erhöht. Klar, ne? Ja, dann hat man eben die Waffe selbst. Hier ist sie ja. Und wie man sieht, hier ist jetzt der lange Laufmantel befestigt für die mitgelieferten Pfeile. Würde aber auch der kurze Laufmantel genügen, dass man sich nicht sticht. Das ist eben dann, wenn man längere Spitzen verwendet. Ja, und dann ist noch hier dieser kleine Adapter da. Dieser Adapter dient dazu, dass man die Kartuschen aufpumpen kann. Das sind handelsübliche Anschlüsse wie für jede Paintball-Waffe oder auch für jedes Druckluftgewehr üblich. Und ich zeige euch auch gleich, wie man die ganze Sache aufpumpen kann. Beim Thema Spitzen muss man natürlich dazu sagen, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Also das ist hier eine Fallspitze, die richtig gut ist, weil die sehr, sehr, sehr schwer ist. Es gibt auch diese Spitzen natürlich, diese gedrehten Spitzen, die habe ich schon ein bisschen nachgeschliffen, weil ich ihn schon ein paar Mal verwendet habe. Es gibt auch expandierende Spitzen, wie die hier zum Beispiel. Die würde halt beim Aufschlagen, würde die hier diese Klingen ausfahren und damit einen sehr großen Querschnitt treffen. Das ist also auch ganz gut geeignet. Ja, und dann gibt es noch hier diese absoluten Bomber, die wiegen richtig viel. Das ist so ein maximaler Schaden, was man aber dann eher gegen etwas Weiches nimmt. Die machen halt ein Riesenloch auch. Alle diese Spitzen kann man einfach aufschrauben, weil die die Standardpfeilgewinde haben, die solche Waffen nun mal haben. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man die Waffe wieder lädt, wenn sie denn leer geschossen ist. Das macht man also so, indem man erstmal die Kartuschen hier rausholt. So. Ja. Dann schraubt man die Starterrohre ab. So, als nächstes müssen wir die alten Plättchen entfernen. Das kann man also so machen, indem man hier das abnimmt und dann fallen sie meistens schon raus. Wenn nicht, dann kann man vorsichtig mit einem kleinen Stift oder einer Nadel oder so davon innen gegenstoßen, damit man sie rauskriegt. Aber das kriegen wir hin. Einfach hier ein bisschen gegendrücken und dann kommt er schon raus. So, dann haben wir hier die Plättchen. Es gibt sie, wie gesagt, in zwei Stärken. Es gibt sie in dicker, das ist dann für das Training über Wasser, weil sie dann gegen versehentlichen Überdruck noch unempfindlicher sind. Die platzen also erst bei 750 Bar und ich habe noch nie einen Kompressor gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den außerhalb von Forschungseinrichtungen überhaupt gibt, der solche Drücke erreichen kann. Und die gibt es dann auch noch mal in dünner, die sind ja für den Unterwassereinsatz. Die würden schon bei 450 Bar von allein zünden. Da wir ja 300 Bar als Maximaldruck empfehlen, haben wir da immer noch eine sichere Seite. Aber unter Wasser würden halt die dickeren Plättchen möglicherweise nicht zünden, weil da der Hammer gegen den Wasserdruck arbeiten muss und das ist ein viel dichteres Medium. Und da schlägt er weniger hart auf und dann kann es eben passieren, dass er die Scheibe nur so anpiekst und dann zündet die Kartusche nicht. Jedenfalls habe ich jetzt hier so eine Scheibe. Ich reibe die mal zwischen Zeigefinger und Daumen so ein kleines bisschen, damit ich sicher bin, dass ich nicht versehentlich zwei Stück lade. Dann einmal reinpusten, dass kein Staub hier mehr drin ist. Dann kann ich sie hier reintun. Als nächstes, was ich immer mache, ich befeuchte meinen Zeigefinger ein bisschen, gehe einmal hier rum, weil das dann auch den Staub von den Gummidichtungen hier nimmt. Dann schraube ich die Endkappe wieder drauf. Das wird nur handfest, aber fest handfest. Also so richtig schön, dass man eben den Widerstand schon spürt hier. Ja, und jetzt sieht man, die Kartusche ist jetzt bereit aufgepumpt zu werden. Das kann ich natürlich mit der anderen Kartusche jetzt ganz genauso machen. Fangen wir mal an, Befüllung mit der Flasche. Das ist hier also eine kleine Flasche. Das ist ein ehemaliger Tank von einer FX-Testwaffe. Den habe ich einfach mit dem Kit hier ausgestattet. Und damit habe ich jetzt hier oben auch diesen Anschluss. Das heißt, ich kann das jetzt hier verbinden. Ganz einfach. So, drauf damit. Ja. Jetzt kann ich die Flasche einfach öffnen und dann Druck auf die Kartusche geben. Ja. Hier sieht man ja jetzt, der Druck ist jetzt drauf. So. Jetzt drehe ich die Flasche wieder zu. Ich will ja, dass der Rest der Luft in meiner Flasche bleibt. So. Jetzt kann ich hier die Leitung entlüften. So. Und erst jetzt kann ich das hier abziehen. Und was man jetzt sieht, ist, dass sich die Berstscheibe so ein bisschen nach außen gewölbt hat. Das ist ein klares Zeichen, dass die Kartusche unter Druck steht. Ja. Jetzt kann ich das wieder abziehen. Und ich habe eine einsatzbereite Kartusche.
Und das kann ich natürlich jetzt mit weiteren Kartuschen so machen. So eine Flasche reicht natürlich für etliche von den Kartuschen. Und füllen lassen kann ich mir die natürlich im Prinzip an jeder Tauchschule, aber auch bei der Feuerwehr, bei jeder Firma, die Luftdruckwaffen verkauft. Ne, oder ich kann die auch zu Hause an meinem Kompressor befüllen und dann mit zum Schießen nehmen, zum Üben nehmen. Das ist also überhaupt kein Problem. Beim Tauchen sowieso nicht, weil beim Tauchen braucht man ohnehin Pressluft. Es gibt keine Tauchschule, die keinen Kompressor hat. So, dann machen wir jetzt mal die Sportübung. Das ist also die Pumpe. In diesem Fall ist das das Produkt von Gogan, von uns. Es gibt aber natürlich auch tausend andere zu kaufen, bei AliExpress etc. etc. Was ich hier als erstes mache, ist hier die Entlüftungsschraube zudrehen. Unbedingt, denn ansonsten kommt die ganze Luft hier wieder raus und dann kann man sich schwarz pumpen. Dann, das kennt ihr schon, hier das Bajonett, hier ein Stück zurückziehen, reinstecken, sauber verriegelt. Gut. Jetzt kann ich die ganze Pumpe auf den Boden stellen und anfangen zu pumpen. Dann wollen wir noch mal sehen, wie viel Pumphügel ich brauche, bis ich auf mein Ziel komme. Der Zieldruck ist ja eben irgendwo mindestens 250 und idealerweise nicht über 300 Bar. Das heißt also, hier auf der Skala sehe ich das, wo ich hin muss. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt die Entlüftungsschraube. Ohne die geht's nicht. Also gut 20 Pumphübe brauchte ich. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber viel. Man darf aber nicht vergessen, ich habe sie jetzt auf 300 Bar aufgepumpt. Das würde also etwas weniger, hätte auch ausgereicht. Man sieht auch hier wieder Aufwölbung. Man darf aber nicht vergessen, das sind 50 Joule, die da rauskommen. Ja, wenn ich das jetzt mit dem Luftgewehr vergleiche, klar, da muss ich dann nur einmal richtig knicken mit dem Ding, dann habe ich 7,5 Joule, aber 50 Joule sind halt auch viel, viel, viel mehr als 7,5 Joule. Also von daher, wenn man das mal bedenkt, dass ich also jetzt hier bei jedem Pumphub so ungefähr 2,5 Joule aufgebaut habe, ja, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Ne? Dann kommt also oft die Frage auf, ja, wie lange halten die denn den Druck? Also bei mir ist es so, ich habe viele Kartuschen, die monatelang den Druck halten. Man muss halt aufpassen, dass es sehr sauber zugeht beim Laden. Wenn es kein Staub drauf ist und so, dann halten die sehr, sehr lange. Natürlich kann man da jetzt nicht einfach ein Druckmessgerät dran halten. Man kann sie natürlich nachpumpen jederzeit, dann sieht man es ja beim Aufpumpen. Aber viel einfacher ist es eigentlich, so eine kleine Mikrometerwaage zu benutzen hier. Die kann man bei uns auch kaufen. Die ist nicht teuer. Wir bieten diese für rund 17 Euro an. In den Sets ist sie meistens schon dabei. Was man einfach macht, ist, man markiert seine Kartuschen. Ich habe das jetzt hier mal eingekratzt. Man kann aber auch einen Permanentmarker nehmen. Ja, dass man weiß, welche Kartusche welche ist. Und dann nimmt man die Mikrometerwaage, ich drücke mal hier auf Teer, tue die mal drauf und ich sehe, ich habe jetzt hier 29,6 Gramm. Ja, das ist also eine leere Kartusche. Jetzt habe ich hier eine volle Kartusche, setze ich die mal drauf und die liegt bei 30,9 Gramm. Das heißt, man kann hier schon sehen, die ist also so ungefähr 1,3 Gramm schwerer als die leere Kartusche hier. Und das sind 1300 Milligramm. Bei einer Mikrogrammwaage sind das also 1000, ist das ein Wert von 1300, der sich hier unterscheidet. Wenn die jetzt Druck verliert, dann würde man das halt sehen. Ich empfehle halt alle paar Wochen die Kartuschen dann mal auf die Waage zu schmeißen, mal gucken, ob die vom Gewicht her sich groß verändert haben und diejenigen, die sich verändert haben, gegebenenfalls nachpumpen. Also das ist sozusagen der Druckanzeiger für 17 Euro, denn hier ist ja kein Platz für einen Druckanzeiger. Das leuchtet ein, oder? Also so setzt man übrigens den Laufmantel ein, einfach einstecken, zack. Und beim Rausnehmen ist es genauso einfach, man darf bloß keine Pfeile drin haben. Wenn die Pfeile drin sind, dann kriegt man es nicht raus, weil so gehen die so ein bisschen nach und dann kann man sie ganz einfach rausziehen. Und natürlich ist die Waffe auch sehr viel kürzer so, klar. Wenn ich die jetzt nur als Schreckschusspistole nehmen will, dann reicht das völlig aus. So,
Jetzt noch ein paar Fragen und Antworten. Also erstmal die Frage ist, warum steht denn als Liefertermin da jetzt schon Juni, Juli oder ich weiß es nicht. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir keine Ware am Lager haben, sondern das hängt damit zusammen, dass ihr uns ständig so leer kauft und mit Aufträgen zuschüttet, dass wir mit der Auslieferung kaum hinterherkommen. Wir haben das deswegen in Chargen gemacht und die Chargen sind halt so, dass wir immer die Menge, die wir in einer Woche verkaufen oder verpacken und versenden können, die stellen wir dann ein, sodass die Ware dann entsprechend auch bei euch ist, so wie angekündigt. Das ist unser Ziel. Also von daher, eine gewisse Lieferzeit gibt es. Die gute Nachricht ist, die Tauchsaison hat ja noch gar nicht angefangen. Also wenn die Tauchsaison so richtig läuft, dann hat auch jeder, der jetzt bestellt, seine Waffe. Wir haben 5000 Stück am Lager. Und das Beste ist, dadurch, dass wir diesmal so viele gefertigt haben, haben wir auch einen Preis noch was machen können. Also Inflation war gestern. Wir haben ja den MK1 für 349 Euro im Set angeboten. Und der hier kostet jetzt in einem Set, was noch etwas mehr umfasst, kostet jetzt nur noch 299 Euro. Also wir sind billiger geworden, nicht teurer. Dann kommt natürlich immer die Frage, ja, kann ich das auch als Selbstverteidigungswaffe nehmen? Naja, ich meine, tödliche Waffen kann man immer nehmen. Man kann auch mit einem Küchenmesser sich zur Wehr setzen oder mit einer Mistgabel. Jedes Harpunengerät ist über Wasser tödlicher als unter Wasser. Das liegt in der Natur der Dinge. Und es gibt auch Leute, die tatsächlich so Harpunen sich sozusagen neben das Bett stellen. Und von daher, natürlich alles, was gefährlich ist, kann auch zur Verteidigung eingesetzt werden. Aber das wäre ein Missbrauch. Und wir wollen das auch überhaupt nicht propagieren und auch niemandem empfehlen. Das ist eine Unterwasserwaffe, die ist als Sportgerät konzipiert und als Tierabwehrgerät für Unterwassereinsatz und nicht für Überwasser. Natürlich ist es so, dass die Pfeile über Wasser sehr, sehr weit fliegen. Wahrscheinlich 200 Meter und noch weiter. Ich meine, bei über 90 Meter pro Sekunde V0 werden die schon richtig weit fliegen. Und wir haben natürlich auch schon jede Menge Anfragen von YouTubern und von Bloggern, die das also testen wollen, inwieweit man das zur Selbstverteidigung nutzen kann. Ja, ich will da nichts zu sagen. Also wie gesagt, ich empfehle das nicht. Dafür ist die Waffe nicht gemacht und ihr solltet das dafür auch nicht zweckentfremden. Dann kommt immer die Frage nach Zielgeräten und Laser und so. Also Laser machen keinen Sinn, weil unter Wasser die Laser nicht dicht sind und es würde da nicht funktionieren. Zielgeräte, auch die machen unter Wasser keinen Sinn. Man kann hier zum Beispiel eine Lampe drauf montieren. Es gibt ja hier so eine Picatinny-Schiene hier, die ist allerdings nur 11 mm. Da kann man also eine Halterung anbringen und eine Taschenlampe montieren. Das mag für den einen oder anderen vielleicht noch sinnvoll sein. Bei diesen Waffen ist es ja erlaubt. Bei Schusswaffen wäre das in Deutschland illegal. Und deswegen ist das auch hier eine Non-Standard-Schiene, dass man das machen kann, ohne dass man sich strafbar macht, weil man dann ja eine Waffenlampenmontage hätte. Und die ist für sich schon verboten. Ja, also von daher, das ist machbar. Ansonsten mit dem Laser, das könnt ihr vergessen, das würde nur Überwasser Sinn machen und das ist ja keine Überwasserpistole. Zum Thema Aufbewahren. Also ich empfehle, das Ding zusammen mit der Tauchausrüstung aufzubewahren, dann kann man es am wenigsten verlieren. Es gibt aber keine gesetzlichen Vorschriften. Im Prinzip dürfte man das Ding auch geladen neben dem Kopfkissen liegen haben. Aber Leute, passt auf damit, wenn da irgendein Kind drankommt oder so, das ist mordsgefährlich. Also lasst das sein, schön in die verschlossene Kiste für das Tauchzubehör und da ist es dann auch am besten aufgehoben. Gibt es Upgrade-Kits für die alten Scuba-Ringer? Also man kann die neuen Pfeile verschießen und auch die Kartuschen passen. Die sind natürlich ein bisschen lang dann vorne, also da kann man sich ein bisschen dran stoßen oder verletzen. Alles andere ist eigentlich nicht upgradefähig, man bräuchte im Prinzip eine ganz neue Waffe. So ist es eigentlich. Was braucht man denn jetzt noch, wenn man so einen Scuba-Ringer hat? Also erstmal natürlich vielleicht noch ein paar Pfeile mehr, das wäre sicher sinnvoll, vielleicht auch ein paar Kartuschen, könnte man sich überlegen, mit den Starterrohren, das kann man bei uns alles dazu kaufen. Man braucht natürlich eine Pumpe, einen Kompressor oder eine Flasche, das muss sein, das ist klar. Man braucht eine Pfeilfangmatte, denn wenn man auf hier etwas Hartes schießt, wie zum Beispiel ein Stück Holz, dann kriegt man das nie wieder raus, ohne den Pfeil zu zerbrechen oder das ganze Holzstück mühsam in stundenlanger Arbeit auszubohren. Also eine Pfeilfangmatte ist absolut erforderlich. Dazu kann es auch sinnvoll sein, die von uns angebotenen stumpfen Pfeilspitzen zu nehmen. Die gibt es zum Beispiel für die Siege auch. Die passen hier auch drauf, denn die dringen da nicht so tief in die Matte ein. Ansonsten kann man nämlich hinterher chirurgisch mit einem Skalpell den Pfeil da wieder rausoperieren. Also zum Üben, eine stumpfe Spitze ist gar keine so schlechte Idee. Wir bieten ja mehrere Sets an. Das größte Set kommt mit Kompressor, mit Waage natürlich, ist auch mit Zusatzpfeilen und man kann da gleich zwei Waffen führen. Das heißt, man hat rechts und links einen Scuba-Ringer und dann hat man natürlich vier Schuss zur Verfügung. Ja, das ist dann das größte Pack und das kostet eigentlich auch fast 1000 Euro. Naja, es wird mit Sicherheit auch wieder schnell vergriffen sein. Was, wenn die 5000 Stück vergriffen sind? Ist das limitiert? Nein, das ist nicht limitiert. Sollten die 5000 wirklich schnell vergriffen sein, was ich nicht glaube, so beliebt ist der Tauchsport ja nun auch nicht in Deutschland, dann werden wir einfach nachproduzieren. Es wird aber dann vielleicht eine mehrmonatige Wartezeit geben. Das kann ich natürlich nicht versprechen. Wir werden ja in China hergestellt und da dauert allein der Transport 6 bis 8 Wochen. Ja, im Internet gibt es dann so Behauptungen, dass die Waffe nicht zuverlässig wäre etc. Ja, stimmt.
Das gibt es. Für eine Version, die sich da irgendjemand zusammengebaut hat, wo man dann versucht, Bleigeschosse durch die Läufe zu ziehen. Und der hat da, glaube ich, sogar gezogene Läufe umgemodelt, dass er die dran schraubt. Das funktioniert zwar theoretisch, aber das macht die Waffe unzuverlässig. Warum ist das so? Naja, weil so ein Bleigeschoss muss ja sich in die Züge pressen. Das ist ein erheblicher Widerstand. Jeder, der das mal versucht hat, da braucht man einen Dorn und einen Hammer für, wenn man das macht. Und der Widerstand ist dann so groß, dass der Druck von der Berstscheibe zurück ins Schloss schlägt und dann eventuell den Hammer so weit zurückwirft, dass der es schafft, die zweite Kartusche anzupieksen. Dann ist der Effekt immer der, bumm, der erste Schuss, wunderbar, und dann pfft. Dann hört man, dass die andere Kartusche angestochen worden ist und langsam die Luft verliert. Ja, das passiert einem mit Pfeilen nicht. Das passiert einem nur, wenn man diese gezogenen Läufe mit den Bleigeschossen lädt, die in Deutschland ja ohnehin nicht zulässig wären. Denn dann wäre es ja auch kein Harpunengerät mehr, sondern eine ganz normale WBK-pflichtige Schusswaffe. Ja, und noch ein Wort zu diesen Sachen. Es gibt mittlerweile auch Zubehörfirmen, die solche Sets also auch für den Scuba-Ringer anbieten. Ich muss nochmal sagen, das mag technisch funktionieren. Aber aus zwei Gründen kann ich das nicht empfehlen. Der erste Grund ist klar, es ist illegal. Wenn ihr das macht, dann habt ihr aus einem Harpunengerät eine WBK-pflichtige Schusswaffe gemacht mit allen Konsequenzen. Zweitens, die Wirksamkeit ist auch einfach Mist. Also ich hätte jetzt was gesagt, aber das spare ich mir natürlich. Wir sind ja hier auf YouTube. Der Unterschied ist der. 50 Joule sind für ein großes Bleigeschoss nicht viel. Also das ist, will niemand abkriegen, natürlich nicht, ist nach wie vor sehr gefährlich. Aber das ist im Prinzip trotzdem lächerlich. Das ist schwächer als jede andere WBK-pflichtige Waffe, die es am Markt zu kaufen gibt. Da fängt man ja so beim Kleinkaliber schon bei über 100 Joule an und eine 9mm, selbst in der 9mm kurz, hat über 200 Joule. Also von daher, das bringt nichts, weil das stumpfe Bleigeschoss einfach nicht die Penetrationskraft hat. Das sieht bei Pfeilen ganz anders aus. Hier habe ich halt eine scharfe Stahlspitze, die ganz anders eindringt und das ganze Ding hat dann auch noch wirklich hohes Gewicht, wesentlich schwerer als ein 9mm Geschoss. Und das bedeutet, es hat auch mehr Impuls. Das bedeutet, wenn ich das jetzt vergleiche, ein 50 Joule Pfeil ist absolut tödlich. Ein 50 Joule Bleigeschoss ist aber nicht tödlich, möglicherweise nicht tödlich. Also von daher muss ich ganz einfach sagen, auch dann, wenn ich jetzt vorhabe, das Ding illegalerweise als Schusswaffe zu gebrauchen, ist es einfach eine Schnapsidee, zu versuchen, Bleigeschosse zu nehmen. Man spart dabei nichts, man verliert nur. Und dass man Bleigeschosse nicht wiederverwenden kann, das liegt ja nun auch auf der Hand. Auch logisch, ne? Also lasst diesen Quatsch mit den Läufen und den Bleigeschossen, das bringt nichts. So, der Scuba Ringer MK2. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Links zum Shop findet ihr natürlich wie immer unten im Text. Bis dahin sage ich thanks and bye bye. War ungeladen.